Hey Leute, willkommen zur nächsten Folge Sky Survival mit dem Freaks RP. Hallöchen! Na? So. Na? Und auf einmal stehen hier magischerweise ein paar Kisten. Da ist irgendwie so Dirty Dancing drin, ey, Donksy Denksy und so. Donksy Denksy, ja. Und hier ist irgendwie so Holz drin. Ja, der Hackergott hat's gut mit uns gemeint. Und, ja, wir wollen da oben hoch auf diese mega fette Insel da. Ich mach das hier sogar noch voll schön, so ein bisschen Runterfall gesichert. So. Extra für dich? Ja, damit ich nicht so ganz schnell so lang rasen kann. So. Extra schön auf nur dich verbessern. So, ich nehme die jetzt mal. Pass mal auf. Guck mal. Bing! Oh. Bing, 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 bing. Ding, 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 ding. Meinst du, das war schon alles? Weiß ich nicht. Das ist vielleicht ein bisschen doof. Pfiou, warte, wir können jetzt ja welche machen hier. Ich glaube, hier unten warst du schon, aber war hier irgendwas? Nee, ne? Nö, irgendwie, da war nichts, keine Ahnung. Ja, also anscheinend, Die Axt war wohl das Hauptding. War wohl die Axt das Krasseste, was so ging. Okay, dann haben wir aber hier zumindest, sind gleich ein bisschen paar hier Fackeln verteilt. Dann sieht man hier zumindest ein bisschen was. Spawnen hier nicht mehr so viele fucking Monster. Bumm. Wir müssen mal eben vielleicht einen Punkt finden, von wo aus wir uns da am besten... Wo man vorbeikommt. Ah, hier so ungefähr. Fuck it. Das machen wir mal so. Ja. Lass mal überlegen. So, aber mit Water MLG, ey. Bei deinen MLG-Künsten und meinen MLG-Künsten... Ich bin vom Baum mit MLG runtergekommen, ja. wäre das bestimmt gut gewesen. Bestimmt. In Water-MLG bin ich gar nicht so schlecht. Ja, bei mir geht ich hab's immer. Ich zwar schon lange nicht mehr gemacht, aber eben... Also ich hab's halt eben nochmal probiert. Vom Baum runter und ich hab's geschafft. Oh, so, was haben wir da? Mal, was ich habe. Tschiu, bumm. Ich überhaupt gerade gar nicht mehr. Leider hier nein, ist, leider gar verdammte nicht. Mistviecher entstanden. Aber ich, leider nein, leider gar nicht. Die verzauberte Mistviecher, gerade. Genau. Verdammt, verzauberte Mistviecher war das. Die verdammte verzauberte. Ich kann mich hier aber gerade leider nein, leider gar nicht dran erinnern. Oh. Mach schon mal Party hier, boom. Da sind die verzauberten Mistviecher. Wo denn? Wo bist denn du da reingekommen? Durch den Eingang. Ich finde den Eingang nicht. Ich, der war vorne, wo wir uns rübergebaut haben. Echt? Habe ich nicht gesehen. Ich komme jetzt hier aus dem Keller. So, hallo. Na? Party Kingdom? So, was ist los hier? Ja, komm, hier, wir bauen mal. Was? Ich hab deinen das jetzt? Kellergang gefunden. Der auf mich geschossen hat hier? Nein, die schießen. Achso. Nehmen wir mal den Resistance 2 Trank, warum auch nicht, ne? Kann man mal haben. Alter, die schießen richtig hart auf mich. Ja, voll, guck mal, wie hart wir schon ausgerüstet sind und die machen uns jetzt, die machen uns jetzt nicht fertig, aber die halten ordentlich was aus und alles, ne? Und damals waren wir richtig scheiße ausgerüstet, noch als wir auf die Insel gegangen sind. Boah, Alter, scheiße, ey, so. Musste mal eben kurz was essen. Das ist ja immer noch ein Spawner, scheiße. Sind überall noch Spawner. Alter, wie viel halten die denn aus, verdammter Ich hab dir mal geholfen. Scheiße, ich hatte auch das falsche Schwert. Hier schießen sich zwei Skelette gegenseitig ab. Ja, ist gut. Alter, warte, ich hab ihn noch Leitern. Achso. Oder du baust dich hoch. Ja, gut. Ach, du Kacke. Oh, scheiße. Vorsicht. Geht's ab. Ich würde aufpassen. Da geht's richtig ab. Scheiße. Ja, die kommen ja nicht runter. Man kann von hinten einfach, von unten einfach reinballern. Ich glaube, wir müssen einfach nach oben durchwaschen. Ja. Und Spawner abbauen. Spawner abbauen. Sonst spawnen immer mehr. So, ja, dann, wäre vielleicht mal eine Sache, ne? Na gut, dann los einfach durch da. Ich pass auf! Nicht, dass du mich schlägst. Vorsicht! Von oben. Ich sehe nichts. Ich auch nicht. Ich bin tot. Das ist richtig schlimm. Ich hab gar. Ich hab da gar nichts aufgesprengt. Ah, nice. Ja, ich hab gerade gar nichts hingekriegt. Warte, ich hab mal, nicht mal was gesehen. Okay. Alter, ich hab nicht mal was gesehen. Das war richtig schlimm. Also, ich mach jetzt mal die Dingsamster hier zu Justin. Aua. Warte, aus welcher? Aus der da? Ah, hier, ja, guck mal. Nee, ich stehe hier hinter der Kiste. Ach, da. So. Weil ich eigentlich schon so in Richtung hier laufen wollte und mir so gedacht habe, so, yo, läuft, ups. Eigentlich könnten wir uns jetzt schon porten, aber ich bin mir ja nicht so sicher, ob hier irgendwer von uns trifft. ich befürchte, dass keiner von uns beiden treffen würde. Ja, deswegen laufen wir vielleicht mal lieber. Obwohl,
Ach, von hier aus? Nee. Das trifft keiner von uns bestimmt. Können die überhaupt so weit fliegen? So, ihr seht da hinten diese Dinger wieder. Also bei mir sind die schon langsam am Laden, diese Teile. Ja, ich hab mal rangezoomt, gezeigt. So, also diese komischen Vierecke oder was auch immer das da sein soll, diese Dinger halt eben. Und da müssen wir uns jetzt ein bisschen dran langhangeln. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wie wir hier... Komm ich das mit Enderperlen nicht, ne? Nee, wir gehen vielleicht mal da hinten auf die andere Map. Ich glaube, das ist auf die andere Insel da hinten. Ich glaube, das ist einfacher, oder nicht? Wenn wir uns von da aus, von der Insel da hinten schon mal ein bisschen darüber bauen. Ist das nicht einfacher? Dann sind wir, glaube ich, dichter dran. Also wir müssen halt, ja, zu dieser Kugel da oben erst. Genau, mal pass auf. Ich schmeiß mich jetzt zu der Kugel da. Oh, das kann ja, ist ja jetzt nicht so. Perlen, ne? Ist jetzt ja nicht so, kann ja nicht so schwer werden. Guck, zack. So. Wie hoch muss ich denn da zielen? Nicht so hoch. So ein ganz klein bisschen über die Insel. Also. Du eigentlich kannst. Gut, ich mache ein ganz klein bisschen mehr. Ja, bist auf dem Baum gelandet. So. So gut. So, ach, mal, zack. Da waren wir noch gar nicht, ne? Hier ist noch ein Kiste. Naja, habe ich gerade schon halb gelootet. So, dann gehen wir mal hier hoch. Fuck it! So. Das war gut, ne? Ja, man muss halt einfach nur wissen, wie, wenn man zu tief wirft. Oh oh. War die auch knapp? Aber richtig auf der Kante drauf nur noch. Ja, egal, komm, geht doch. Da bedachte ich schon, na, ich mache einfach ein bisschen höher. Höher hilft leider manchmal gar nicht bei Enderperlen. Wenn man zu irgendwie hoch macht, dann gehen die einfach so Dann fliegen die hoch und dann gehen sie wieder runter. Ja. Ja, man braucht halt so die perfekte Höhe, dass sie halt so weit, aber hochfliegen. Ja. Das ist nicht immer so leicht. Nee, das kriegt man einfach nicht hin. So, warte mal, dann hier jetzt so. Zack. Kannst du auch eigentlich hoch. Ach. Ja, habe ich jetzt nicht gesehen, dass ich schon so weit war. Boah, die ganze Zeit nicht hingeguckt. Guck mal, das geht jetzt ja relativ schnell hier. Ja, okay. Nee, da hinten, das schaffe ich auch nicht. Das traue ich mich nicht. Das ist so ein wildes Wirrwarr da. Ich glaube, das kriegt man aber hin. Hier ich wollte gerade hier so rüberspringen, aber ich habe Angst. Oh Gott. Fuck ach, it, schon. Ey. So. Hier habe ich Angst. Okay, ich habe schon, so viel Enderperlen gerade verdonnert, weil ich gerade fast runtergefallen bin. Oh, ich bin so schlecht in Enderperlen werfen. Ne? Ich baue mich lieber rüber hier. Ja, ich bin auch mega schlecht in Skywars, in der Mitte, diese scheiß Inseln, die treffe ich meist überhaupt nicht. Also irgendwie, bei manchen Maps treffe ich die, aber bei manchen wird das einfach überhaupt nichts. Vor allem, ich habe schon drei, vier Monate kein Skywars mehr gezockt. Es gibt immer so Spieler, die machen das dann so, die lassen sich ja runterfallen und werfen dann so, das würde ich nie machen. Da wär ich instant tot, glaube ich. Ich auch. Ich fall dann so, ja, gleich musst du dir eine Perle ankommen. Tot. Zack, Scheiße. Tot. Ja, genau so würde das bei mir ablaufen. So, und zwar, das hier ist die besagte Insel. Die Insel, die wir schon, ich weiß gar nicht, das letzte Mal sind wir nicht ins End gegangen. Da haben wir die Map ja auch nicht richtig durchgespielt. Wir waren jetzt, fällt gerade auf, wir waren noch nicht auf der Wither-Insel, aber ist auch nicht so schlimm. Die könnt ihr ja selber nochmal erkunden. Wir tun natürlich auch hier danach nochmal. Könnt ihr auch in der ersten Staffel anschauen. Ja, sonst unser da Rage. Da bin ich etwas ausgerastet, eher so rum. Mhm. Oh Gott. Da ging eine Maus bei drauf, sagen wir es mal so. Echt? Hast du deine Maus dabei geschrottet? Ja, in der Aufnahme. Kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass die deswegen kaputt gegangen ist. Dass mir das Mausrad gebrochen ist. Ach ja, genau. Und die Gewichte sind irgendwie quer durchs Zimmer geflogen. Ja gut, ne? Das habe ich auch nicht verstanden. Unten alles zugeschraubt, ich hau die auf den Tisch, die fliegen nach hinten raus. So, what the fuck? Ja gut, ne? Wenn man da, ich glaube, die sind jetzt nicht unbedingt dafür ausgelegt, die volle Kanolle auf den Tisch zu donnern. Nicht? Die Mäuse. Nee. Tue ich zwar auch manchmal, aber ist, glaube ich, nicht so gut. So, ich bin gleich ganz oben fast. Okay, da bin ich schon. Ich bin beim... Ach, das Haus ist da. Ja, toll. Ich laufe hier voll die Scheißroute, ey. Vollidiot. Guck dir das mal an, wo ich bin. Siehst du das? Ich bin hier hinten an so einer Kiste. Leute, hier ist noch ein Schwert, ein paar Obsidianblöcke. Mir wird es gerade dezent dunkel. Ja, bei mir auch. Ach du Scheiße. Wir müssen, glaube ich, gleich im End den Shader ausmachen, weil ich entweder buggt der im Ende oder es ist halt so scheiße dunkel. Nee, ich hab's ausprobiert. Da sind einfach alle Blöcke unsichtbar. Ja gut, dann würde ich sagen, da machen wir gleich erstmal
Wo war denn hier der Eingang von dem Scheiß? Andersrum. Vorne, ne? Ja. Hallo. Oh Gott. Scheiße, da muss man sich ja hier voll rüberbauen, ey. So, Gott. Okay, hier. Warte mal, hier ist sie, also so. Wir müssen hier rüberlaufen, weil hier steht, do not break pressure plate, please. Weil hier kriegt man halt, der Einstiegspunkt wird auf hier irgendwo gesetzt, glaube ich. Irgendwie, kann sein. Ja, irgendwie. Hier. Und kriegt quasi, hier, wie heißt es, Keep Inventory. Damit ja, wir... Hier, Spielregel wurde geändert, das ist, denke ich mal, Keep Inventory. Genau, damit wir nicht, sterben können. Hier ist noch eine Kiste mit Wither Skelett Spawner, Monster Spawner, Freefaller. Okay. Guck mal, hast du halt auch ein Schwert, wenn du 14,5 Angriffsschaden haben willst. Ich habe im Moment schon 14,5. Oder halt 16,5, aber... Ich glaube, ich nehme die Schuhe mal mit. Ich glaube, ich nehme mal das 16,5 nochmal mit zur Not. So, Leute, und, Ich habe die Schuhe schon. Genau die. Ach so, okay, ganz gut. Genau die habe ich schon an. Dann ziehe ich die mal an. Und ja. Ich hätte mir eine Dierhose machen können, egal. Jetzt die Frage, gehen wir jetzt in dieser Folge da noch rein, oder... Nee, in der nächsten. In der nächsten. Also, wir gehen in der nächsten Folge da rein und dann ist Finale. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.